Hab vor dem noch gequatscht oben beim Aufwärmen. Scheint ein Rückkampf zu sein, denn er hat den ersten Kampf gegen Sebastian Dock knapp durch Punkte verloren. Ein 2:1 Urteil, sprich eine Split Decision, hat er beim letzten Mal gehabt und heute will er die Rache. Heute will er die Revanche und will endlich, dass seine Hand, nämlich die Hand in der blauen Ecke, nach oben geht. Suhail Popa. Ich rufe seine Gegner in die rote Ringecke aus Polen, Sebastian Sud. Sebastian Sud. Da ist er schon. Sebastian. Sebastian Sud. Sebastian Sud. Rote Ecke. Garish Combat Club. Okay. Zur Belehrung. Die beiden kennen sich. Man merkt das, dass die beiden sich kennen, denn es ist ein Rückkampf, der ganz knapp zugunsten von Duk ausgegangen ist beim letzten Mal, nämlich 2:1. Und deswegen ist Suhail Popal jetzt wirklich, er brennt für den Kampf und deswegen legt er auch gleich hier fulminant los mit ein paar Uppercuts und Schwingern. Gut ausgekontert jetzt. Ja. Wird auf jeden Fall hier gleich das Tempo hochhalten. Uppercut. Nicht im Ziel. Sehr ein bisschen risikoreich unterwegs mit dieser Deckung. Nämlich fast gar keine, aber er bewegt sich nicht schlecht. Er muss aufpassen, wenn er so offen ins Ziel geht. Aber er wirkt auf jeden Fall beweglich. Suhail. Duk verliert den Zahnschutz. Gibt es die Regel, er muss mit Wasser gewaschen werden und dann kriegt er ihn wieder in den Mund und beide Kämpfer werden im Endeffekt in getrennte Ringecken geschickt. Hab letztens auch eine interessante Technik gesehen. Es war im Endeffekt ein Knockdown, ja, ein Leber-Knockdown und genau in dem Moment, wo im Endeffekt er bei 10 ist, ist er aufgestanden und hat aber absichtlich den Zahnschutz fallen lassen im Endeffekt, dass dann er noch mehr Zeit hat, um sich zu erholen. Eigentlich eine smarte Technik, wenn man wieder in den Kampf finden will. Hier harte Treffer von Duk im Ziel. So, bewegt sich gut und er macht ein bisschen Angst mit seiner Deckung. Also es ist auf jeden Fall risikoreich, was er macht. Noch 5 Sekunden hier in der ersten Runde. Relativ ausgeglichen. Relativ ausgeglichen die erste Runde.
traue mich hier gar keine Aussagen zu treffen, wer jetzt wirklich die erste Runde gewonnen hat. Also von der Beweglichkeit her, von den Bewegungen her auf jeden Fall Suhail, aber Ducat auch ein paar starke Treffer landen können. Gut ausgewichen. Nur vom Ausweichen werden keine Kämpfe gewonnen. Da muss er schon Treffer landen, der Suhail. Wir schauen, was in der zweiten Runde jetzt passiert. Und ob er jetzt die Revanche wirklich einfangen kann und gewinnen kann. Ein guter Uppercut im Ziel, gefolgt von einer linken Geraden, von einem linken Haken. Ja, sehr stürmisch auf jeden Fall beide. Ja, gekontert jetzt mit dem Haken, mit dem Führhandhaken. Aber er holt sich zu viel, er nimmt sich zu viele Regenerationsphasen. Er muss dann nachsetzen, ja, weil die hat er auf jeden Fall gespürt. Es bringt nichts, jetzt irgendwie wegzuhoppeln und wieder Luft zu lassen, denn Ducat Luft. Dreht sich schön raus. Am Hinterkopf der Schlag, der kommt nicht in die Wertung. Aber Duke macht hier mehr für den Kampf jetzt in der zweiten Runde. Suhail muss antworten. Er muss antworten und jetzt kommt die Antwort auf die Leber. Ja. Man merkt, Duke ist auf jeden Fall muskulöser, hat mehr Kraft, aber Muskeln kosten immer Sauerstoff und Energie. Jetzt wieder die nächsten 10 Sekunden nur noch in der zweiten Runde. Und jetzt auf die Leber. Zweite Runde vorbei. Ich habe gerade gesagt, wenn das wieder auf die Punktezettel geht und die dritte Runde ähnlich wird wie die ersten beiden, dann wird es wieder sehr, sehr knapp werden auf den Punktezetteln. Weil einfach eine gewisse Ausgeglichenheit noch immer besteht. Also einer von beiden muss jetzt mehr machen. Wieder schön im Körper. Hier eine Wiederholung von Doc. Dritte und letzte Runde. Wieder im Ring. Kurz in den Seilen gewesen. Ja, die war gut. Von Suhail. Die gerade Schlaghand. Muss aktiver sein. Es sind nur noch 1,30. Ja, die Runden dauern keine 3 Minuten hier. Es sind nur 2. Somit würde ich alles reinhauen. Ja, jetzt schöne 1,2 im Ziel. Weiter so. Jetzt hat er ihn gut ausgekontert. Die hat er gespürt. Treffen. War nicht im Ziel jetzt wieder die wilden Schwinger. Und jetzt wieder wunderschön. Und er hat den Zahnschutz verloren. Bis jetzt die beste Aktion im Kampf. Jetzt weiß er, er kann es für sich entscheiden, Popal. Er muss es jetzt nutzen, jetzt wieder der Jab im Ziel. Schön gestochen. Aber er muss sich bewegen, er muss sich bewegen. Jetzt nicht stehen bleiben. Wieder die Schlaghand im Ziel.
Ja, und jetzt? Beide schon am Limit. Noch 25 Sekunden. Also wenn Popales mehr jetzt will, muss er jetzt was machen. Und er schlägt. Weil jetzt kommt es wirklich drauf an. Das war bis jetzt total ausgeglichen. Nur die eine Aktion in der dritten Runde hat Oberhardt gehabt von Suhail. Und muss antworten. Doc wieder im Ziel. Und vorbei. Bis dato der ausgeglichenste Kampf. Vielleicht sogar ein Unentschieden, dann wird's sehen. Das offizielle Urteil, Sieger des Kampfes, die rote Ringe. Es gibt einen Sieger und das ist Sebastian Tuck. Die ersten beiden Runden hat er leichte Vorteile gehabt. Dritte Runde für mich klar bei Popal. Die Frage ist, war es jetzt ein einstimmiges Urteil oder war es wieder eine Split Decision? Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Wurde nicht gesagt. Auf jeden Fall ein spannender Fight. Man hat diese Ausgeglichenheit auf jeden Fall spüren können hier in der Halle.